Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, eine ganze Woche lang, was kann ich euch Neues präsentieren, und verzeiht mir an der Stelle, dass ich letzte Woche kein Video gebracht habe. Arbeitstechnisch war es einfach nicht möglich, dass ich mich hier mal kreativ kurz hinsetze und euch da ein neues Video basteln kann. Aber sei es drum, heute geht es weiter im Text. Und ja, wir schauen uns heute mal hier eine interessante Location an, wo leider nicht allzu viel geschrieben stand. Ich habe zumindest nicht allzu viel gefunden, aber einiges kann man ja dann doch von der nächstgrößeren Location ableiten. Was das war, wo wir uns befinden und was hier so alles passiert ist, das finden wir jetzt am besten gemeinsam raus. Bleibt also dran und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Überreste des ehemaligen Freivorladebahnhofs. Der Freivorladebahnhof am Leipziger Hauptbahnhof ist ein riesiges Areal. Er befindet sich, wenn man vor dem Hauptbahnhof steht, links dahinter Richtung Eutritsch, Gohlis raus, die Ecke, und es ist wirklich ein riesiges Grundstück und vor allem auch ein sehr altes Grundstück. Überall stehen verschiedene Backsteingebäude, das eine oder andere mehr mitgenommen, aber man kann an der Stelle festhalten, dass fast kaum ein Gebäude unbeschadet einherkommt. Die meisten sind so stark zerstört, dass man nicht mal mehr sich im Erdgeschoss aufhalten kann. In vielen hat es auch gebrannt. Es war ein bisschen schwierig, sich wirklich in allen Gebäuden ordentlich zu bewegen. Allerdings konnten wir auch einige interessante Artefakte finden und das werdet ihr ja hier auch jetzt im Video sehen. Gerade in den Kellern war es doch sehr interessant, da dort die meisten eh nicht so reingehen. Wer dort hingeht, der sucht ja meist irgendwas. Die Leute, die da hingehen und etwas suchen, haben dann meist eher eine Taschenlampe mit und auch ein Fotoapparat, und so sehen die Keller am interessantesten aus. Die wenigsten Graffitis, ein bisschen Müll und Unrat, aber auch das eine oder andere sehr interessante, denn hier lagen auch in den ein oder anderen Räumen eine ganze Menge alte Fässer rum, die teilweise so korrodiert waren, dass der Inhalt rausbröckelte. Also gesund war das auf jeden Fall dort nicht. Zurück zur Geschichte. Der Freiverladebahnhof hinter dem Hauptbahnhof entstand schon weit vor dem ursprünglichen Hauptbahnhof und war schon da, als der Hauptbahnhof, wie wir ihn heute kennen, noch nicht stand. Der Freiverladebahnhof hat im Prinzip nichts weiter als eine Aufgabe gehabt, das Verladen und Entladen von verschiedenen Waren und Gütern. Dazu gab es verschiedene Anlieferungsstraßen, wo die Firmen dann entsprechend damals noch mit Kutschen ihre Waren dorthin bringen konnten, um sie dann via Eisenbahn zu verschicken. Leipzig hatte ja nach wie vor und auch während der Zeit des Nationalsozialismus bis heute immer noch keine Binnenstraße. Man kann also nach wie vor nichts via Schiff verschicken, und das war damals wie heute ein großes Problem. Damals hatte ja dann die NS-Regierung beschlossen, wir bauen hier einen Kanal. Dazu hatte man ja den Lindenauer Hafen extra bauen lassen mit riesigen Gebäuden und Cargo-Anlageplatz und so weiter und so fort. Allerdings fehlen da bis heute, glaube ich, etliche Kilometer, um Leipzig wirklich da an einen Fluss anzubinden. Vermutlich wurde der Freiverladebahnhof um 1909 einmal komplett umgebaut. Interessant ist, dass um diese Zeit auch der Hauptbahnhof neu gestaltet wurde, und wenn man da auf Wikipedia schaut,
dann befindet man sich so im frühen 20. Jahrhundert. Zwischen 1905 und 1912 hat man ja hier alles komplett umgebaut und da sind ja viele, viele Gebäude rings um den Hauptbahnhof neu entstanden. Eines davon haben wir euch ja bereits gezeigt. Da ging es um das ehemalige Fernheitswerk der Deutschen Reichsbahn. Das verlinke ich euch gerne mal hier oben rechts. Wenn ihr also da interessiert seid, schaut doch da gerne auch nochmal rein. Zurück zum Bahnhof, zum Freiverladebahnhof. Genutzt hat man das Ganze bis Anfang der 1990er Jahre. Danach kam sofort die Stilllegung, vermutlich, weil ja viele Menschen hier weggezogen sind, die Wirtschaft ja in der DDR zu ja, mehr oder weniger 80% einstürzte. Die meisten Firmen meldeten Konkurs an und somit wurde auch natürlich das Verschicken von Waren durch Firmen immer weniger und somit hat man das Ganze dann eingestampft. Ein weiterer Grund, warum es den Freiverladebahnhof überhaupt gegeben hat, war die Tatsache, dass ja unser Kopfbahnhof, der größte in Europa, so nicht von Fahrzeugen beliefert werden konnte. Also man konnte nicht in den Bahnhof reinfahren und hat dort mit seinem LKW dann schnell dort die Waren abgeladen, hat das dort verfrachtet, das geht ja nicht. Deswegen gab es an der Seite ganz, ganz viele kleine Häuser und Gleise, wo die Züge dann einzeln sich ein bisschen aufteilen konnten und man hat dann dort entsprechend alles verlastet. Der Freiverladebahnhof war übrigens auch schon weit vor dem heutigen Hauptbahnhof existent. Wie weit das Ganze zurückgeht, ist allerdings nicht bekannt. Solltet ihr da wieder Informationen haben, wie alt der ursprüngliche Freiverladebahnhof ist. Und da gehen wir hier bis in die preußische Zeit zurück ins 19. Jahrhundert. Dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Mittlerweile hat die CG-Gruppe, die ja hier in Leipzig sehr, sehr viel saniert und neu bebaut, das Areal erworben und hat hier auch schon stark mit der Beräumung begonnen. Mittlerweile stehen hier viele, viele der gezeigten Gebäude gar nicht mehr. Wer da im Internet schaut, wird da einige Bilder finden mit riesigen Schutthaufen und darauf stehenden Baggern, die dann schon das eine oder andere Gebäude weggerissen haben. Auch auf Maps sieht man das mittlerweile ganz gut. Eine kleine Anekdote aus der frühen Zeit dieses Freiverladebahnhofs ist, wenn ihr da auch gerne mal Wikipedia schauen wollt, die Leipziger Löwenjagd von 1913. Um das kurz zusammenzufassen, war in diesem Jahr hier ein Zirkus wieder mal am Start in Leipzig und hatte dort, wo sich heute die Arena befindet, die Arena Leipzig, sein Zelt aufgeschlagen und hatte natürlich auch wie immer Löwen mit dabei, die man dann dem Publikum dort vorgeführt hatte. Als man dann abends die Löwen wieder zurückbringen wollte, ist man Richtung Hauptbahnhof gefahren und hatte dort vor einem Lokal direkt am Freiverladebahnhof gehalten und hatte aber dort die Kutschenwagen einfach so abgestellt. Die Pferde wurden unruhig, eins davon schlug etwas aus und dabei geriet einer der Wagen in Bewegung und dabei ist dann eine Tür kaputt gegangen, woraufhin Löwen entkommen konnten aus ihrem Käfig. Der andere Wagen ist daraufhin in Richtung der Straßenbahnschienen gerollt und wurde dann dort auch beschädigt, sodass auch weitere Löwen entkommen konnten. Insgesamt sind, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 10 oder 13 Löwen entkommen und die Leipziger Polizei ist dann schnell herbeigerufen worden und hat dann entsprechend die Löwen fast alle erschossen. 8 Stück wurden dann erschossen, man konnte die sich dann ein paar Tage später dann im Leipziger Zoo anschauen. Und das Ganze ist halt direkt dort am Leipziger Freiverladebahnhof passiert. Wenn ihr da mehr wissen wollt und detailreicher euch informieren möchtet, dann schaut doch gerne mal Wikipedia. Ich knall euch da unten gerne mal den Link mit rein. Ich verabschiede mich jetzt hier von diesem Video. Macht's gut, bis bald und ciao.